Joffe, Herausgeber der Zeit, und der Nonnenmacher von der FAZ, der Auslandschef der FAZ, der Frankenberger. Das sind alles völlig unabhängige Geister. Ich sehe da überhaupt keine Verbindungen. Ich habe da mal was für Sie vorbereitet. Wie die exposed haben damals im deutschen Fernsehen, Das zeigt ja eigentlich, wie alle deutschen Medien abhängig sind von diesen Lobbyisten und von der Politik und dass keiner von den Kandidaten, die da eingeblendet sind oder gezeigt werden, unabhängig berichten kann. Kein einziger. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Paukenschlag. Unfassbares in ZDF-Live-Sendung. Sie hätten fast ihren Job verloren. ZDF without man, Alter. Ich weiß nicht, um was es hier geht. Deswegen kann ich nichts dazu sagen. Eine Sache kann ich euch aber sagen, ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Peter geht los, Digi. Und los. Wer ist er denn, Digga? Jack Reveal. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für Sie gefunden. Der wirkt lustig, Digga. Bisschen cringe, aber ne? Dass jeder, der kritisches Denken für lebensnotwendig hält, mal gesehen haben muss. Es Bro. Stammt aus einer Zeit, in der solche Art von Satire noch... Wer ist er denn, Digga? ...erlaubt war und der öffentliche Meinungskorridor noch Spielraum für differenzierte Betrachtungen zuließ. Und ihr könnt euch nun sicherlich vorstellen, um welches Thema es gerade geht. Diese Sendung, die ich euch gleich zeige, behandelt eine Reihe von schwerwiegenden Vorwürfen gegenüber Russland und den Umgang europäischer... Ist ein bisschen so... Was ich immer nicht so mag, ist, wenn Typen so ein bisschen fake rüberkommen, weißt du? Der kommt mir ein bisschen fake rüber. Genauso wie dieser Ost-West-Typ. Wie heißt der? Ost-West irgendwas? Wenn der Videos macht und wie der redet und die Sachen betont, dann merke ich einfach, das ist aufgesetzt. Das ist nicht so, wie du eigentlich reden würdest, wenn du jetzt eine normale Konversation mit Freunden hättest und so. Was ich auch verstehen kann, weil YouTube ist eine Kunst, ist eine Plattform, ist eine Ausdrucksart und Weise so. Und das heißt nicht, dass er jetzt hier nicht Wahrheiten erzählt oder so, aber ich bin so, manchmal, also ich fühle mich mehr hingezogen zu Leuten, wo ich das Gefühl habe, die sind einfach so entspannt, so real, weißt du? Mit dieser Situation. Das Resultat kennen wir ja bereits. Krieg in der Ukraine, kein Ende in Sicht, Aufrüstung bis zum geht nicht mehr und die atomare Gefahr steigt und steigt. Doch schaut euch am besten mal selber an, was wirklich hinter diesem Krieg steckt, nämlich Gier und geopolitische Interessen. Nichts anderes. Also sparen wir uns einfach mal diese Aussage, dass unsere Werte dort verteidigt werden. Das stimmt nicht. Los geht's. Besser geworden Richtung Schluss, ne? Also nein, das kann man auch leider. Digga, beste Sendung habe ich mir früher immer gegeben, ne? Immer. Sowas, nein, das kann man auch positiver ausdrücken. Die EU ist ja auch Friedensnobelpreisträger und so. The EU. Bitte? Was? Fuck the EU. Herr von Wagner, was soll denn das? Jetzt reiß ich mal zusammen. Was haben Sie denn da? Das Assoziierungsabkommen. EU und Ukraine, haben Sie es gelesen? Überflogen. Und? Naja, war schwer. Digga, die haben richtig geile Talks rausgehauen früher, ne? Die haben richtig based Sachen rausgefetzt. Lesen aus 10.000 Meter Höhe. Sie sind wie unsere Journalisten. Ja, glauben Sie, was wird da schon drinstehen? Mehr Handel, mehr Demokratie. Und ja, so. Darüber haben die Medien ja auch berichtet, aber nicht über den militärischen Teil dieses Abkommens. Gucken Sie mal hier. Paragraph 3, mehr Zusammenarbeit bei Kriegseinsätzen, gemeinsame Rüstungsprojekte und. Aber das hätte ja auch vielleicht erklären können, warum Russland so aggressiv reagiert. Ne? Ach, hören Sie doch mal auf jetzt. Ist doch lang. Wenn Sie es noch von mir nicht glauben wollen, dann nehmen Sie eben die ehemalige... Bei Covid haben die aber auch ein Dings gemacht dann, ne? Oder? Da haben viele ihr Gesicht verloren. Viele angebliche Aufklärer und Leute, die versuchen, Dinge aufzudecken. Corona, Bruder, war Spreu vom Weizen. Korrespondentin der ARD, Gabriele Krone-Schmalz. Also wir, die Medien, hätten zu einem frühen Zeitpunkt wissen müssen und es auch verkünden müssen, dass dieses Assoziierungsabkommen die Ukraine zerreißt. Verkünden müssen! Verstehen Sie? Verkünden müssen! Die hat stabile Frisur gehabt, ne? Sehr ehrlich. Seit Covid ist die Anstalt lost as fuck. Gibt's die noch? Nimmt keiner mehr ernst, wa? Normal.
Haben sie aber nicht gemacht, weil das nicht ins Bild passt von der Friedensmacht EU, die vom bösen Iwan bedroht wird. Na ja, ja, jetzt behaupten sie gleich noch, die deutsche Presse sei beim Thema Russland einseitig, oder? Bin ich nicht der Einzige. Hier, die Redaktionen werden von Leserbriefprotesten geradezu überschrieben. Ja, das sind ja auch alles völlig unabhängige Journalisten. Ne? Die lassen sich die Meinung nicht von den Lesern vorschreiben. Von den Lesern nicht? Bitte? Kennen Sie folgende Organisation? Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel oder Trilaterale Kommission, The German Marshall Fund of the United States, Atlantische Initiative, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Atlantikbrücke oder das ESPEN-Institut. Das kenne ich. Was? Da kann man sich Ski allein. Oh Gott, jetzt. Wir haben jetzt nicht Zeit, alle einzeln zu erklären. Ich würde das zusammenfassen. Darf ich zuspitzen? Ja, da warte ich schon lange drauf. Okay, also, wir sagen mal so, all diese Organisationen haben auf sicherheitspolitische Fragen immer dieselben Antworten. Nicht? Mehr Rüstung. Das sind sozusagen NATO-Versteher. Hier Waffenlobbyisten. In diesen Vereinigungen, da treffen sich Militärs und Wirtschaftsbosse und Politiker in diskreter Atmosphäre. Ah, transatlantische Swingerclubs. Toll! Ja. Transatlantische Swingerclubs, Bruder, ich küsse dein Herz. Wer von euch war schon mal... Nee, lass mal wegkommen. Kann ich da mitmachen? Nein, die nehmen nur einflussreiche Eliten. Ich habe eine Fernsehsendung, reicht das nicht? Nur wenn Sie das Heute-Journal moderieren würden. Moment halt. Der Cornelius, der Auslandschef der Süddeutschen, Joffe, Herausgeber der Zeit und der Nonnenmacher von der FAZ, der Auslandschef der FAZ, der Frankenberger. Das sind alles völlig unabhängige Geister. Ich sehe da überhaupt keine Verbindungen. Ich habe da mal was für Sie vorbereitet. Guck mal, wie die die exposed haben. Wie die die exposed haben damals im deutschen Fernsehen. Ja, aber auch nur bis zu einer Grenze, ne? Oh, uiuiui, sei... Das ist auch ein ganz schön dichtes Netzwerk, sagen Sie mal. Ja. Und jede dieser Linien steht also für die Verbindung eines Journalisten zu einem dieser Lobbyorganisationen. Jede Linie, ja. Naja, gut. Dann nur da auf. Jede Linie, ja. Recherchieren. Nein, die recherchieren da nicht. Die sind da Mitglieder, Beiräte, Vorstände. Mein Gott, der Joff ist aber viel unterwegs, was? Hat der überhaupt Zeit? Hat er überhaupt mal Zeit zum Schreiben? Was glauben Sie, warum die Zeit nur einmal wöchentlich erscheint? Der Herausgeber der Zeit ist also bei mehreren Lobbyorganisationen. Ja. Ja, aber das ist ein unabhängiger Journalist. Dann führt das nicht zu Interessenkonflikten. Nein, Interessenkonflikte gibt es nur da, wo es verschiedene Interessen gibt. Ah, was ist das da eigentlich? Bundesakademie für Sicherheitspolitik klingt ein bisschen wie ein literarischer Salon mit Handfeuerwaffen. Ja, ungefähr. Also es gehört dem Bund und soll ein umfassendes Verständnis schaffen für die sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Ah, und der Cornelius und der Frankenberger, die sind voller Verständnis? Die sind voller Verständnis. Sie sitzen ja auch im Beirat von der Bundesakademie und müssen laut Satzung dann auch die Bundesregierung... Alles miteinander verwoben, Bro. ...beraten. Moment mal, dieselbe Bundesregierung, die Sie als Journalisten kritisieren müssen? Sollten. Ja, es gibt nur die eine. Gut, dass die Bild da nicht mitmacht, was? Ja. Hier, Kai Dickmann von der Bild-Zeitung ist was? Natürlich... Was ist das, Taliban oder Vielmann? Bruder! Nein, der ist was ist das, Taliban? Geil! Natürlich hier im Vorstand von der Atlantikbrücke, nicht? Und die Bild-Zeitung selber, das ist sehr interessant, in den Unternehmensgrundsätzen steht drin, dass sie als Journalist das transatlantische Bündnis unterstützen müssen. Das transatlantische Bündnis, das sie als Journalisten auch kritisieren sollen? Es gibt nur das eine. Sonst, wer ist das denn da? Oh, das ist schön, das ist Jochen Bittner von der Zeit. Kenne ich nicht, mag ich nicht. Oh, komm, jetzt, hier. Sie wissen noch die Rede vom Gauck bei der... Münchner Sicherheitskonferenz? Ja. Oh Gott, mehr Bundeswehreinsätze. Tja, früher hat man es noch spielerisch versucht, den Menschen zu erklären. Heute knallt's endlich, Ausrufezeichen. Früher hatte man auch noch ein bisschen Spielraum wenigstens, weißt du? Dieser Spielraum wurde auch extrem eingeschränkt. Mittlerweile hast du keinen Raum, du hast gar keinen Raum mehr, Bro. Du bist quasi, also dieser Meinungskorridor, der ist so eng geworden. Solche Sendungen wird es nicht mehr geben im ZDF, bis alles zusammenbricht und vielleicht ein neues System entsteht, so, weißt du? Nach Corona war es vorbei mit freier Meinungsäußerung und dass du mal im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen auch kritische Sachen gehört hast oder so.
gerade so diepe kritische Sachen wie das hier, weil das zeigt ja eigentlich, wie alle deutschen Medien abhängig sind von diesen Lobbyisten und von der Politik und dass keiner von den Kandidaten, die da eingeblendet sind oder gezeigt werden, unabhängig berichten kann. Kein einziger. Ausland. Ja, die ist vorbereitet worden von einem transatlantischen Think Tank, German Marshall Fund of the United States. Und da war zufällig jemand dabei, Jochen Bittner von der Zeit. Ja, Moment, aber er wird doch genügend Anstand besessen haben, sein Schreiben für Gauck zu trennen von seinem Schreiben für die Zeit. Das wäre schön. Nee, er hat, nachdem Gauck seine Rede gehalten hat, positiv über Gaucks Rede berichtet in der Zeit. Moment mal, ein Journalist der Zeit arbeitet an einem Strategiepapier mit, das die Außenpolitik Deutschlands neu ausrichtet und schreibt dann hinterher wohlwollend über diese Strategie. Ja, vergisst dabei leider nur zu erwähnen, dass er an der Strategie selber mitgebastelt hat. Ist das denn nicht verboten? Ja. Ach, sehr schön. Aber nicht bei uns. In der New York Times zum Beispiel, da dürften Sie als Journalist sowas gar nicht. Ja, und bei uns? Da heißt das Qualitätsjournalismus. Wow. Aber dann sind ja alle diese Zeitungen... Wow. ...sowas wie die Lokalausgaben der NATO-Pressestelle. Oh, das haben jetzt Sie gesagt. Ja. Aber Sie haben es schön gesagt. Ja. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr auf diese Eliten, die sich immer an Eskalation aufgeilen. Soll ich mal was sagen? Ich habe eine schöne Geschichte gehört von einem britischen Weltkriegsveteran, der Erste Weltkrieg. Da hat man ihn gefragt, oh, was fanden Sie denn am schlimmsten am Ersten Weltkrieg? Hat er gesagt, naja, das war so, nach den Jahren des Krieges haben die sich einfach an einen runden Tisch gesetzt und Frieden gemacht. Hätten sie das ein paar Jahre vorher gemacht, hätten wir uns eine Menge Leid erspart. Was? Das ist crazy, ne? Schwurbelei im ZDF quasi. Was hier gerade humorvoll dargestellt wurde, nennt man auch in anderen Kreisen durchaus eine Verschwörung. Und damit wir dieses Wort genau definieren, hab ich euch etwas rausgesucht. Sorry, der sagt gute Sachen, Digga. Weißt du, ich meine? Und vorlese. Eine Verschwörung ist im Allgemeinen eine geheime oder verdeckte Absprache oder Zusammenarbeit mehrerer Personen oder Gruppen zum Zwecke. Ist das von kürzlich oder was? Krass. Nein, Bro. Das war noch vor Corona. Ist illegalen oder das ist von damals. Bestimmt so, weiß ich nicht, war bestimmt 2017 oder so, 18 bestimmt irgendwas. So. Europawahl stand da am Plakat. Vielleicht vor 4 Jahren. Wie oft wird Europawahl gemacht? Vielleicht die letzte Europawahl, Digga, die war doch jetzt erst. Plans oder Ziel. Verschwörungstheorien beziehen sich oft auf die Vorstellung, dass solche Geheimvereinbarungen existieren und bestimmte Ereignisse zu steuern oder zu manipulieren. Häufig ohne ausreichende Beweise oder Unterstützung durch verlässliche Quellen. Was sagt uns diese Definition? Manipulation, Einflussnahme, eine Gruppe von Menschen, die unethische Ziele verfolgen. Also die Regierung. Politiker, Lobbyisten, WEF. Das sind ja dann alles Verschwörungen, Digga, oder nicht? Das passt doch wie die Faust aufs Auge auf die Rüstungsindustrie, oder? Denn damit die ihre Rüstungsindustrie, Pharmaindustrie machen können oder sich ihre Umsätze ins Unermessliche steigern, braucht man Krieg. Und ein Krieg fängt immer mit einem Konflikt an, wo man Benzin reinschüttet, bis das Feuer entfacht. Dann muss man doch eine Gesellschaft so lange mit Propaganda beschallen, bis sie sagt, ja, wir sind dabei. Die zahlen ja auch die Steuergelder. Und jetzt denken wir mal einfach kurz darüber nach, welche Protagonisten so ziemlich regelmäßig unsere Talkshows in Deutschland besuchen. Und schon stellen wir fest, sind das nicht die üblichen Verdächtigen? Alle dieselbe Meinung. Sie werden immer klammheimlich als Experten oder politische Beobachter bezeichnet. Dabei handelt es sich doch eigentlich nur um Mitwässer, die Agenten der Matrix vielleicht einfach nur profitieren wollen, dass sie mal im Fernseher ausgestrahlt werden, vorher gesagt bekommen, hey, wenn ich dir den Ball zuwerfe, sofort reingrätschen. Oder Personen, die direkt von diesen Narrativen des Krieges profitieren. Dann als nächsten Schritt verdrängt man natürlich jegliche Kritiker oder bezeichnet sie als Putin-Versteher, was ja eigentlich nichts anderes ist als eine gezielte Diskreditierung anderer Meinungsträger. Schon hat man das perfekte Umfeld, um die Rüstungsindustrie ohne Widerstand mit Steuergeldern zu versorgen, damit sich raffgierige Geostrategen hemmungslos bereichern können. Und dann kommen noch diese peinlichen Figuren wie Frau Baerbock ins Spiel, die ja vor Inkompetenz und Nichtqualifikation am Glänzen ist. Die taucht dann immer auf, wo gerade eine Kamera steht, um ihre Geschichten aus dem Paulanergarten zu erzählen. Meine Damen und Herren, genau das ist die Basisstruktur für eine effektive Propaganda, die wir täglich ausgeliefert sind. Und wenn wir alle ganz viel Pech haben, dann senden wir bald eigene Soldaten in die Ukraine. Und wenn wir nochmal richtig Pech haben,
fliegen die Bomben. Und zwar die bösen Bomben. Und dann bin ich... Davon sind wir nicht weit weg, sag ich dir ehrlich. Und Bürgerkrieg auch nicht, sag ich dir auch ehrlich. Das sind so die zwei Sachen in Deutschland, die immer mehr zum Brodeln kommen, denke ich. Diese Spaltung innerhalb der Gesellschaft gerade, die immer extremer wird, mit ganz vielen verschiedenen Themen. Und dann halt auch die Konflikte, die nah an uns dran sind, ne? Russland, Ukraine etc. Auf unseren NATO-Partner Amerika gespannt, ob er auch sofort atomar reagieren wird. Ich glaube es nicht. Aber was ist eure Meinung dazu? Ist Putin einfach nur ein böser Schurke mit imperialistischen Wahn? Oder zeigen sich die Amerikaner mal wieder in ihrer vollen Professionalität? Teilt mir gerne eure Gedanken in den Kommentaren mit. Ich freue mich drauf. Und falls ihr jetzt noch hungrig... Trotzdem gutes Video, ne, finde ich. Am Anfang war der mir ein bisschen cringe so, aber ich finde, der hat gut geredet, Digga. Stabil durchgezogen, gute Bilder eingeblendet so. Noch mehr wahre Informationen, dann empfehle ich euch das nächste Video von einem Schweizer Historiker, der uns die Wege und Mittel der Propaganda glasklar erklärt, damit wir uns schützen können. Einfach hier klicken und die Reise... Geil. Daniele. Freigesprochen, auch auf entspannt. Weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao. Gang, Bro. Gang. Stabiles Video, Digga. Feier ich. Liebe geht raus an den Videoersteller. Liebe geht raus natürlich auch an die Community. Ich liebe euch. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haltet schön die Ohren steif. Schreibt eure Gedanken natürlich wie immer auch unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Peace out.